beim Kochcampus Chefstable präsentieren heimische Spitzenköche ihren Kollegen Gerichte, die sie bisher noch nicht auf der Karte ihres Restaurants stehen haben. Sinn und Zweck ist es, über diese Gerichte und generell über eine zeitgemäße regionale Küche aus Österreich mit Gleichgesinnten zu diskutieren und nachzudenken. Mein Name ist Josef Floh von der Gastwirtschaft Floh hier in Langenlevern und wir dürfen hier der Gastgeber des zweiten Kochcampus sein, was eine große Ehre für uns ist. Thema heute ist Saatgut und die Saatgutverordnung. Und wir machen heute auch am Abend noch einige Produkte, die zum Thema Sortenvielfalt natürlich einiges dazu beitragen. Hier gibt es verschiedene Paradeissorten, wo wir einen Sugar gemacht haben und einen Fisch eingelegt haben. Toni Hubmann stellt uns von seinem neuen Projekt Hahn und Henne ganz, ganz tolles Geflügel zur Verfügung. Ich bin der Toni Hubmann und tue eigentlich Eier produzieren, Freilandeier, Tonis Freilandeier und habe jetzt da die Möglichkeit, wo man jetzt wieder diese alten Rassen, diese Zweinutzungshühner verwenden, kann ich jetzt da wieder diesen Junghahn züchten, neben den Eiern. Und der wird 100 Tage lang gemästet, ist dann ungefähr 2 Kilo bis 3 Kilo schwer und ist dann dieser köstliche Junghahn. Das können wir jetzt dann probieren. Ist vor 100 Jahren so gemacht worden. Die männlichen Tiere sind eben die Legehennen aufgewachsen und sind dann eben ungefähr mit 100 Tagen geschlachtet worden und waren dann diese guten Hähne, diese Junghähne.